I was so hard-headed at first. My grandma didn't even believe in me. I kept going, though. All I can say is I told you. Jury at the bank down the bar. You should have never doubted me. I'ma work to my last breath. I'ma hustle to my last breath. The pain and the struggle followed me. My daddy never been that bothered me. And these cold streets made a man of me. Through a time it'll come, they doubt me. Had to keep them OGs around me. Keep it young, young on me grounded. You never know where your motivation to come from. We do the most with these bras and cops shut down. They try to push you aside, you gotta fight some. I had a line on the thigh, and then we back guns. Meine Damen und Herren, wir boxen im Weltergewicht 4x3 Minuten. Wir präsentieren nun hier in der blauen Ecke vom Team Kroatia Ivica Gogosevic. Und wir kommen zu seinem Gegner in der roten Ecke vom Boxwerk München, Muzamiru, the real King Kong Kankande. Einen Profikampf hat er bislang bestritten und den gewonnen Muzamiru Kakande, ein bemerkenswerter junger Mann aus Uganda, der mit dem festen Willen nach Deutschland gekommen ist, es hier zu schaffen. Einer, der sich nicht schon unter dem Training klotzt und nichts dem Zufall überlässt. Und das will er heute hier unter Beweis stellen gegen den Kroaten Ivica Gogosevic. 4 Runden im Weltergewicht bis 66,7 Kilogramm. Schneller Boxer, beweglicher Boxer, dieser Kakande. Gogosevic, 48 Kämpfe, gerade mal 12 gewonnen, also überschaubar, was er da bisher geleistet hat im Ring. 34 Mal verloren, 8 Mal vorzeitig. Und der Kakande, der macht hier gleich von Anfang an ziemlich Alarm. Rechtsausleger. Ja, gut, wie er hier variiert. Körper, Körper, Kopf, zack. Kurz abgezogen, durchgekommen. Bei Gogosevic wieder die Körpertreffer. Der versucht sich hier mit schnellen Aktionen zu lösen. Sehr gut, immer wieder eine Faust drin. Ja, im Vergleich zu Gogosevic bewegt er sich hier fast katzenhaft. Und er hat ja auch anständig Power in beiden Fäusten. Jetzt hier mal die linke von Gogosevic. Aber es ist rein natürlich zu wenig, was der Kroate hier zeigt, kommt aus dem Mittelgewicht. Also bringt normalerweise gut 5, 6 Kilo mehr auf die Waage als Kakande. Ja, der war zu langsam für den Kakande. Aber guter Kampf, gutes Tempo. Und vor allen Dingen gute Leistung des Mannes hier aus Kampala.
Ja, trotzdem muss ich die Fäuste hochnehmen, schon mal nochmal zum Abschluss hier. Kombination auf der Innenbahn zum Kopf von Kogosevic. Der hat eigentlich die Profikarriere ganz gut angefangen. 5 Siege, dann die erste Niederlage 2014. Da ging es um die GBC Juniorenweltmeisterschaft. Da hat er gegen Dennis Ilbay über 10 Runden nach Punkten verloren. Anschließend musste er gegen Kamil Seremeta aus Polen ran, der im vergangenen Jahr IBF und IBO-Weltmeister Gennady Golovkin forderte. Immerhin dann doch bis zur 7. Runde kam. Allerdings muss man auch sagen, dass er in den letzten 22 Kämpfen nicht gerade von Erfolgs verwöhnt war, der Ivica Kogosevic. Und er hier, der Usamiro Kakande, qualifizierte sich als Afrikameister für die Weltmeisterschaft 2017 in Hamburg. Schied allerdings frühzeitig gegen den US-Amerikaner Kevin Randall, der inzwischen auch Profi geworden ist und 7 Kämpfe, 7 Siege erreicht hat, aus. Kam bei der WM ins Viertelfinale der Randall und Kankande, der blieb dann, weil er nicht zum Militär eingezogen werden wollte, in Deutschland. Hatte auch eine einfache Erklärung, er sagt, kämpfen ja, aber töten nein. Deshalb versucht er sich jetzt hier in Deutschland mit Boxen eine Existenz aufzubauen. Ja, wunderbar, variantenreich hier. Hat kaum Zeit, mal Luft zu holen, der Kogosevic. Ungefähr ist noch, wenn er seinen linken Haken da auspackt. Aber auf den hat sich Kagandin auch gut eingestellt. Ja, gelegentlich aus Lagenwechsel, weil Kogosevic ist interessiert. Dicker Kante, aber überhaupt nicht. Hohe Schlagfrequenz. Immer wieder Körper, Körper, Kopf, Kopf. Zieht er auf die Leber, die hat noch nicht getroffen. Aber er lässt den Kogosevic da überhaupt nicht zur Ruhe kommen. Und die Aktion des Kroaten natürlich ein bisschen unüberlegt. Knallt einfach mal zu in der Hoffnung, dass er da auch durchkommt. Entscheidend. Nach viele Schläge, wenig Treffer, anders Kakande. Im Bahn 2-3-mal durchgekommen. Er scheint einiges vertragen zu können. Kogosevic 34-mal verloren, 8-mal nur vorzeitig. Das zeigt dann doch, dass er eine gewisse Zähigkeit besitzt. Und er macht Dampf, macht Dampf, macht Dampf. Kakande. Hat ja hier bei den Amateuren auch schon ganz gut ausgesehen. 2018 Viertelfinale erreicht bei den deutschen Meisterschaften, umstritten verloren gegen Nick Bia. 2019 Halbfinale Niederlagen gegen Paul Wall. Tja, jetzt ist er Profi, der Kakande. Dreimal hat er bislang in Deutschland gekämpft, der Herr Kogosevic. Dreimal verloren, wie gesagt, gegen Ilbay 2014 in Lichtenberg, gegen Robert Maas und 2020 dann in Düsseldorf gegen Mohamed Kalua. Der ist in Köln geboren, auch ein interessanter Mann, lebt inzwischen in den USA. In Henderson. Aber für so einen Fight gegen den Kogosevic ist er gerne mal nach Köln gekommen und hat die
die Sache dann auch beendet. Eindrucksvoll. Ringrichterin Diana Greves Milani. Bist du hier kaum Arbeit gehabt? Ganz sauberer Kampf. Punktrichter Barabas Goran Filipovic und Thomas Kützel, Timekeeper Adrian Lascescu, Tatjana Marinescu. Ringarzt Dr. Michael Hautmann. Supervisor, den darf natürlich nicht vergessen, Volker Grill. Ganz große boxerische Klasse, die er da verkörpert, der Gogosevic, aber wenn es geht und wenn er da eine Lücke sieht, dann greift er auch mal an. Also er ist zumindest hier nicht nach München gekommen, um sich da kurzerhand mal hinzulegen. Er versucht schon, den Kakande da einigermaßen zu fordern. Jetzt mal wieder Rechtsauslage bei Gogosevic. Dann switcht er wieder um. Kakande hat es ein bisschen Tempo rausgenommen. Griff von Andreas Selak trainiert und betreut. Naja. Auch wenn er es ein bisschen weniger gemacht hat. Die Runde geht natürlich auch klar an ihm, da ist er nach vorne weggerutscht. Der gute Ivica Kukosevic stammt aus Split. Schöne Stadt übrigens. So, noch eine Runde muss überstehen, Kukosevic. Kakande wuchs bei seiner Großmutter in Kampala auf. In 4 Jahren wurde er dorthin verfrachtet. Durch ein herzliches Verhältnis hier telefoniert, mindestens 2 Mal in der Woche. Und die Großmutter, die hat schon aufgepasst, dass da alles in den richtigen Wegen ablief. Nach der Schule musste er mit ihr auf den Marktplatz Obst verkaufen, um nicht sozial abzurutschen. Sie alles gut hingebracht. Und zum Boxen kam er einfach mit 16 Jahren, da mal verprügelt wurde und hat er gesagt, das passiert mir einmal. Jetzt wird er entsprechend dagegen gehalten. Und das wird er gut hingehauen. Wie gesagt, Afrikameister war er bei den Amateuren und das wird man ja auch nicht so eher vorbeigehen. 4. letzte Runde. Haben wir ein paar Weltmeister gehabt, die Uganda. Nicht die schlechtesten, Cornelius Boser Edwards, 81, BBC Superfeder Champion, Ayube Kalule, 74 Amateurweltmeister, 81 BBA Halbmittelgewichtsweltmeister, John Mugabe, war eine Zeit lang in Deutschland, 1980 Olympiasilber in Moskau und 89 BBC Halbmittelgewichtsweltmeister und dann haben wir auch noch den Kasim Uma, 2004 IBF. Weltmeister im Halbmittelgewicht. Dieser
Kasim Umar, das ist ein gutes Beispiel, warum eben auch dieser Kakande nicht zum Militär möchte. Der wurde als Kindersoldat eingesetzt. Das war alles ein bisschen anders als in Deutschland. Da muss man wieder harte Treffer nehmen, der Kokosevic. Der treibt den vor sich her. Also saubere Leistung von Kakande, kann man nicht anders sagen. Technisch sehr gut. Bisschen die Schlaghärte fehlt ihm. Sonst hätte der Gabodic hier schon ein paar Mal gewackelt bei den klaren Treffern, die er da kassieren musste. Ja, das war ein guter Aufbaugegner für Kakande. Sag mal so mal, der richtige Gegner zur richtigen Zeit. Da kann er sich ein bisschen austoben. Muss 4 Runden gehen. Das ist in Zeiten, in denen nicht so viele Boxkämpfe stattfinden, auch nicht schlecht ist. Da kann er einige taktische Sachen ausprobieren. Ja, fällt jetzt voll gerne nach vorne weg, der Kokosevic. Drückt natürlich auch ein bisschen oben drauf, der Kakande. So, nochmal hier ein schönes Battle zum Schluss. Und da ist sogar noch getroffen worden, hat ein bisschen gewackelt, Kakande. Ja, das sollte sich auf solche wilden Schlägereien nicht einlassen, macht ihm vielleicht ab und zu mal Spaß, aber da hat er einen erwischt, vollkommen unnötig. Und Kokosevic hat das Ding ja klar verloren, natürlich. Aber war nochmal ein interessanter Abschluss. Wie Windmühlenflügel haben sie da aufeinander eingeballert. Ich denke mal, gibt es kein Vertun, wer den Kampf gewonnen hat. Dann ab mit den Handschuhen. Ringsprecher Stefan Müller wird uns gleich jetzt hier das Urteil verkünden. Kommt aus der Schweiz. Aber da kann der dauert noch ein bisschen. Ja, da schaut sie nochmal nach, die Diana Andres Milani, warum es so lange dauert. Und da wird geschraubt und gemacht und der Handschuh will einfach nicht. Aber lass das Ding ankommen, jawohl, jetzt kommt er. Meine Damen und Herren, wir haben Entscheidung, Gewinner in der Hochlecke, unser Video, Lübeck, Kindern, Kampagne! So, hat er also gewonnen. The Real King Kong. Und ich denke, haben wir im Weltergewicht ein weiteres gutes Talent.